Hallo und herzlich willkommen. Heute gehe ich einmal in diesem Video ein wenig auf meine Sichtweise auf diese ganze Thematik mit dem Impfen, mit der aktuellen, ich sag mal vorsichtig, Hysterie, die dort an den Tag gelegt wird. Und möchte euch in diesem, ich versuche es auch kurz gehaltenem Video, einfach einmal meine Sicht der Dinge zu erklären und darzulegen. Jetzt habe ich hier als allererstes einmal vom GSK eine Seite geöffnet, die sich mit der Entwicklung neuer Impfstoffe befasst. Hier in der Mitte haben wir eine Zeitlinie, in der es also, ja, sag ich mal, dargestellt wird, wie das Ganze normalerweise abläuft. Der größte Teil in der ersten Phase, die wir hier haben, dieses Kästchen, ist eigentlich der präklinischen Entwicklung geschuldet und der Forschung vor allem. Bei dem Thema Coronavirus haben wir bisher keine lange Forschungserkenntnis hinter uns. Es ist ein Virus, der zur Gruppe der Coronaviren gehört. Auch dazu kann man noch ein bisschen genauer eingehen in anderen Videos, wie sich verschiedene Virusgruppen zueinander unterscheiden, wie die sich unterschiedlich verhalten und so weiter. Aber das ist wieder Stoff, der für ein einzelnes Video definitiv genug ist, auf das man dann entsprechend nochmal eingehen wird. So, in jedem Fall haben wir hier die erste Phase. Forschung und präklinische Entwicklung, klinische Entwicklung. Bei der klinischen Entwicklung sind hier diese Versuche mit drin, mit diesen ganzen Geschichten, mit Versuchungen an, wo dann halt geguckt wird, wie ist die Quote des Schutzes der Impfung und. Die Anzahl der entsprechenden Probanden wird nach und nach stetig erhöht, um validierbare Ergebnisse zu erzielen. So. Alleine diese erste Phase dauert in der Regel zwischen einem und 10 Jahre. Dazu muss man sagen, dass wir hier in dem Bereich sind, wo wir natürlich verschiedenste Erkrankungsbilder haben oder verschiedenste Schädlinge haben, die in den Körper eindringen können. Es sind ja nicht immer nur Viren, die Probleme erzeugen können, gegen die der Körper entsprechende Antikörper und Immunreaktionen hervorrufen kann. Es gibt ja auch noch andere Sachen. Da gehe ich jetzt aber auch nicht weiter drauf ein, weil es einfach zu viel ist und nachher dieses Video sprengen würde. So, auf jeden Fall sehen wir hier, dass wir im Normalfall 1 bis 10 Jahre in der Forschung haben und in der Vorbereitung der Entwicklung. Dieses geht dann weiter. Diese Phase, wo dann klinisch entwickelt wird, wo halt weiter geguckt wird, dass Probanden ranbekommen werden, die Probe geimpft werden und so weiter. Diese Phasen dauern in der Regel auch. Hier steht 2 bis 3 Jahre und hier nochmal 2 bis 4 Jahre. Und hier oben seht ihr das, wie diese Achse sich gestaltet. Ja? Wir haben hier Phase 3 Einreichung und hier sind wir im Normalfall, wenn wir jetzt mal von ausgehen, 1 Jahr, 2 Jahre plus 2 Jahre sind wir bei 5 Jahren, die es benötigt, um hier oben eine Zulassung und Marktbeobachtung zu erhalten. Wir reden jetzt in der ganzen Geschichte von Corona über nicht mal 1 Jahr. Das heißt, für mich ist da keine Sicherheit gegeben, ob dieser Impfstoff erstens überhaupt funktioniert, zweitens, ob dieser Impfstoff eventuelle Folgenschäden oder Ähnliches hervorruft. Und dementsprechend, ja, es wird ein Akt, der normalerweise mindestens 5 Jahre dauert, auf 1 Jahr komprimiert, um diesen Punkt hier zu erreichen. Und das sage ich ganz ehrlich, Leute, das ist meiner Ansicht nach eine Unverantwortlichkeit der Politik, so etwas überhaupt zuzulassen. Wir wissen nicht, welche Nebenwirkungen auftreten etc. Dadurch, dass die Nebenwirkungen in der Regel zwar zeitnah eintreten, aber Langzeit- und Folgeschäden in der Regel erst nach Jahren teilweise erst bekannt werden. Das bedeutet, dieser Punkt hier, den schon quasi hier zu geben, finde ich, ist ein Unding. So, jetzt gehen wir nochmal weiter auf die Liste der Corona-Geschichte mit der Impfung, was sie da vorhaben, meine Lieben. Wir sind hier bei der Sache ebenso, ja, so, erstmal sollen ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Mitarbeitern in Krankenhäusern und Pflegeheimen gegen das Virus geimpft werden. Ebenso sollen Menschen in Schlüsselpositionen in der Gesellschaft, die also für die Gesellschaft, für die öffentliche Ordnung zuständig sind, zuerst geimpft werden. Darunter zählen unter anderem Gesundheitsämter, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher. Ich bin euch gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, auf die Geschichte mit der Forschung. Was mir jetzt ganz große Sorgen macht, das ist zum einen das hier. Und es ist
dieser Punkt hier, weil es wird sich nicht nur auf diese Gruppen beziehen, es wird sich auch auf weitere beziehen. So, dann haben wir hier noch weitere Menschengruppen, zum Beispiel Heim in Obdachlosen, Asylbewerber. Boah, nee, will ich nicht. Und Leute, wir reden über einen nicht ausreichend getesteten, über einen nicht dem normalen Zulassungsverfahren entsprechend getesteten Impfstoff mit entsprechenden Langzeitstudien, Auswirkungen, Auswertungen etc. Wir reden über ein Konstrukt, das auf gut Deutsch gesagt hingeschludert wird, um etwas in der Hand zu haben, um zu sagen, wir haben ja was gemacht. Mir persönlich macht jetzt folgendes Sorge. Was passiert, wenn diese Impfung wider Erwarten der Politik, wider Erwarten der entsprechenden Pharmaindustrie, der entsprechenden Konzerne, die diese auf den Markt bringen, was passiert, wenn dieser Wirkstoff tatsächlich Nebenwirkungen erzielt, Langzeitwirkungen erzielt? Und wir haben nachher das gesamte Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen durchgeimpft. Wir haben die Leute von Gesundheitsämtern, Ämtern, Polizei, Feuerwehr, Erzieher und so weiter durchgeimpft. Wir haben Menschen auf den Straßen durchgeimpft, die halt nicht in der Lage sind, diese sogenannten Maßnahmen einzuhalten. Und Asylbewerber, die hier dann unter Umständen durch einen Impfstoff geschädigt werden, die... Ja, wie soll ich, ich versuche das gerade wirklich Worte zu finden. Ich glaube, ihr merkt das auch. Wo ich halt keinen... Ja, also ich möchte jetzt hier nichts äußern, was nachher eventuell negativ ausgelegt werden könnte, weil ich das Ganze einfach neutral betrachten möchte. Aber stellt euch mal vor, ihr habt einen Pflegedienst, 100 Patienten, 15 Angestellte. Von diesen 15 Angestellten werden alle 15 geimpft und 7 reagieren darauf. Fallen erstmal 2 Wochen aus. Dann haben wir 8 Leute im Personal, die am Tag 100 Personen versorgen müssen. Und bei der Patientenzahl ist es meistens so, dass es nur die Patientenzahl ist und nicht die Anzahl der täglichen Anfahrten. Das kann also durchaus sein, dass dann 8 Leute nachher 160 Anfahrten am Tag stemmen müssen in einem mobilen Pflegedienst. Oder dass wir in Heimen haben, dass, sag ich mal, auch Wohnbereichen, wo normalerweise 3 Kräfte arbeiten im Frühdienst, dort unter Umständen nur noch 1 oder 2 stehen. Das sehe ich persönlich eine sehr große Gefahr. Genauso sehe ich diese Gefahr bei den Ämtern, bei der Polizei, bei Feuerwehr, also Rettungsdiensten auch. Was ist, wenn wir dort Reaktionen auf den Impfstoff haben, Leute? Bitte versucht das mal ein bisschen mit einzunehmen in diesen Gedankengang zu dem Thema Impfung. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, erstmal dieses normale Teststudium ein bisschen weiter durchzuführen und nicht damit Leute zu impfen, die für unser alltägliches Leben notwendig sind? Wie gesagt, wir reden dort über die wichtigsten Positionen in unserer Gesellschaft. Mit dabei werden mit Sicherheit auch eingenommen werden, nachher Leute im Einzelhandel. Das ist sehr breit gefächert, wen man als für die öffentliche Ordnung zuständig oder notwendigen Schlüsselmenschen, das kann man sehr weit ausarbeiten. Und Leute, da kommen wir auf einen Großteil unserer Arbeitnehmer. Und wie gesagt, was ist, wenn das Ganze nach hinten losgeht mit dem Impfstoff? Bitte überlegt euch das mal. Nehmt diesen Punkt bitte mit in eure Überlegungen zu dem Thema ein. Also ich persönlich sehe das sehr skeptisch. Sag ich Ihnen ganz, ganz, ganz ehrlich. Sag ich ganz ehrlich jetzt hier raus so. Und das ist auch mein Appell an alle. Bitte betrachtet diesen Gesichtspunkt mit. Weil was bringt uns das, wenn wir nachher, keine Ahnung, 20 Millionen Menschen geimpft haben und diese 20 Millionen Menschen fallen aus? Und wir reden hier, wie gesagt, über existenzielle Schlüsselstellen, über existenzielle Berufe. Die Menschen, wenn die nicht mehr versorgt werden können, gerade wenn Ältere auf die Impfungen reagieren sollten, Leute, das geht nach hinten los. Ich werde euch in einem der nächsten Videos nochmal die Sichtweise aus verschiedenen Perspektiven auf diese ganze aktuelle Situation beleuchten. Ich werde aus der Sicht eines Altenpflegers einen Bericht bringen. Ich werde die Sicht von einem alleinerziehenden Elternteil beleuchten. Ich werde auch mit verschiedenen anderen, also alles, auch wenn ihr, eure Situation so ein bisschen mitschildern wollt, ihr zu einer Berufsgruppe gehört,
die im Endeffekt seit Anfang dieser ganzen Geschichte mit an vorderster Front steht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, kontaktiert mich über die möglichen Wege wie Kommentar und ähnliches oder über Telegram. Könnt ihr auch versuchen, mich zu kontaktieren oder folgt meinem Channel auf Telegram. Ich werde dort immer mal wieder die Möglichkeit veröffentlichen, wie ihr mich kontaktieren könnt, weil ich möchte einfach diese verschiedenen Blickwinkel auch aufzeigen. Auch, wie gesagt, ich bin auch bereit, eine Schalte oder ähnliches zu machen mit Leuten, die sagen, ja, es muss auf jeden Fall geimpft werden, weil ich möchte ja mir alle Meinungen und alle Seiten anhören. Wie gesagt, ich habe jetzt die ersten Berichte, die ich vorliegen habe, ist halt einmal aus der Sicht eines Altenpflegers, wie da die Tagessituation ist und so weiter. Das wird also in einem der nächsten Videos kommen. Genauso aus der Sicht eines Familienvaters und aus der Sicht eines alleinerziehenden Elternteils. Auf jeden Fall, ja, bitte nehmt diese Geschichten mit auf. Jetzt habe ich zum Schluss noch einen Punkt. Die sind ja alle dran mit ihrer Geschichte von wegen, ja, Personal und so weiter für diese Impfungen. Und ja, ich habe jetzt hier. Ich schließe das mal gerade. Wie ihr hier seht, Wikipedia und habe einfach als Suchbegriff Subkutan eingegeben. Das ist ein Ausbildungsinhalt. Den packe ich euch aber gerade einfach mal hier mit rein. Dass ihr einfach auch dann seht, worauf ich jetzt gerade hier noch drauf hinaus will. Dass ihr also seht, dass das Ganze also dass das Ganze auf verschiedene, also auf einer tatsächlichen Begebenheit beruht. Wir haben in der Altenpflege, in der Krankenpflege, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja zusammengefasst, diese ganzen Geschichten, haben wir die sogenannte Behandlungspflege der Leistungsgruppen 1 und 2. Jetzt gehen wir mal hier drauf, grundlegende Infos zur Weiterbildung und haben hier den Punkt Behandlungsstufe 1. Das bedeutet, das darf jeder, der diese Qualifikation hat, das sind immer so im Endeffekt Pflegeassistenten, Pflegehelfer mit Zusatzqualifikation, dürfen Injektionen subkutan durchführen. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Suchbegriff subkutan gehe, dann habe ich hier unten einen Punkt. Ah, wo war der denn jetzt schon wieder? Ah. Leute, kennt ihr das, wenn ihr das wieder aus dem Auge verloren habt, was ihr gerade gesucht habt? Genau, hier. Auch die meisten Impfstoffe werden subkutan injiziert. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, wir haben kein Problem an Personal, sondern wir haben ein Problem der Verteilung dieser ganzen Geschichte. Aber das werde ich auch wieder in einem weiteren Video ausführlicher behandeln. Mir kommt da so eine Idee dazu, wie man diese Thematik angehen könnte. Aber wie gesagt, da werde ich ein weiteres Video zu veröffentlichen. Wie gesagt, jetzt geht es mir erstmal darum, dass ich euch diesen Punkt einfach mal aufzeigen wollte. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze, ja, habt so verstanden, wie ich das auch meine, dass ich also eine sehr große Gefahr sehe, in dieser Art und Weise, die hier angekündigt wird, so vorzugehen. Weil wir hauen uns damit, wenn das nach hinten losgehen sollte, einen Großteil unserer tagtäglichen Sicherheit über den Jordan. Und so schließe ich das Ganze jetzt. Ich hoffe auf, natürlich auf eine Situation oder auf einen wirklich konspirativen Austausch in den Kommentaren. Ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn mir diese Kommentargeschichte nachher zu blöd werden sollte, werde ich auch die Kommentarfunktion deaktivieren, weil dieses Video einfach zum Nachdenken anregen soll und nicht zum Diskutieren, Diffamieren, Hetzen oder Ähnlichem, sondern einfach nur ein Gesichtspunkt oder ein Standpunkt einer Person mit entsprechender Erklärung dazu einfach mal rauszuhauen. Das war jetzt der Hintergedanke dieses Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr euch ordentlich in den Kommentaren austauscht über das Thema, eventuell auch über Telegram oder ähnliche andere Kanäle. Und der wichtigste Punkt, Menschen, weigert euch, Feinde zu sein.